Ich bin jetzt am Flughafen in Sydney und schon in der Emirates Lounge. Habe ich sowas Leckeres gegessen. Gönnen wir jetzt noch einen Kaffee, ein Küchlein. Und somit endet jetzt mein Aufenthalt in Australien. Und endet auch der Tag. Ich warte jetzt noch auf das Boarding. Es ist jetzt in einer Stunde beginnt das Boarding. Und das wird wieder ein nächster Abschnitt werden, die Rückreise, die ich diesmal viel mehr genießen werde als bei der Herreise, weil jetzt weiß ich schon, wie es rennt. Und diesmal bin ich nicht so zögerlich, sondern alles, was nicht angeschafft ist, wird eingesteckt. Der Captain geht gerade durch und stellt sich bei jedem persönlich vor und fragt, wie es geht und erklärt alles nochmal. Wir schauen, ob ich noch da bin. Und der arabische Kaffee darf natürlich nicht fehlen. Das dampft noch ins Gesicht, hoffentlich verbrennt. Jetzt schon eine Dreiviertelstunde Verspätung, aber das fällt in der First Class nicht so auf. Ich habe halt noch einen Champagner gekriegt und noch einen Kaffee und dann ein heißes Du. Und der Captain ist persönlich nochmal gekommen, hat sich entschuldigt für die Verspätung. Jetzt sind wir aber schon im Rollfeld und wollen schon langsam los. Eine Maschine ist noch vor uns. Die ist direkt vor uns und wenn die gestartet ist, dann starten wir. Mit einer Stunde Verspätung starten wir jetzt doch noch. Seit Zeiten, Australien will mich einfach nicht hergeben. Ja, das ist die Dusche. Ich gehe jetzt duschen, bevor ich schlafen gehen. Das befinden sich gerade da. Und das ist das Badezimmer quasi. Eine Toilette darunter versteckt.
Sekunden Duschzeit auf 10.000 Meter Höhe. Das ist die Dusche von innen. Das heißt, du kannst dich dann auch hinsetzen und festhalten, bis du vor der letzten kommt. Insgesamt 5 Minuten Duschzeit, da ist die Anzeige. Du kannst dann wieder auf Stopp drücken. So, und da ist der Papa auch schon fertig mit Duschen. Und auch schon umgezogen, hab schon eine Pyjama an. Was ich noch zeigen wollte, ist, das sind keine Plastikblumen oder so, das sind alles lebende, echte Orchideen, auch bei mir in der Kabine drin. Das sind alle Plastik, die da sind immer echt. Das ist der Freund drin, den ich ja unbedingt brauche. Gut, gleich noch zur Bar gehen und mehr. Also in die Onboard-Lounge und werden wir noch eine gute Nacht tun können und dann werde ich mich hinlegen. Wenn ich in der Dusche zurückgekommen bin, hat dann noch so eine kleine Überraschung auf mich gewartet. Die schnapuliere ich noch schnell. Und dann gehe ich zu der Onboard. Das ist die Onboard-Lounge. Bett ist schon gemacht. So, bin fertig mit Schlafen. Jetzt wurde das Frühstück serviert, also mein Omelette wird gerade gekocht, deswegen habe ich zuerst meine Früchteplatte gekriegt. Gepäck steht schon da, Marmelade, frisch gepresste Orangensaft, Cappuccino wird gerade runtergelassen. Wir beginnen mit dem Landeanflug in Dubai. Es ist noch ziemlich viel verkaufen. Wir haben auch jetzt da 5 in der Früh, glaube ich, oder 3 5. Nach der Landung habe ich jetzt mal ca. 10 Stunden Aufenthalt in Dubai. Und jetzt werde ich mal den First Class Lounge dann genau erkunden. Ja, beim Herflug haben wir ja Verspätung gehabt und da habe ich ja nur 20 Minuten Aufenthalt gehabt. Da konnte ich nichts erkunden. Und ich kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen Geld auf der Seite habt. Das ist was, was man nicht immer macht, aber was man sich einmal gönnen sollte.
erfolgreiche Landung in Dubai. Warten jetzt, dass die Tür aufgeht. Und dann werde ich mal in die Lounge gehen. Somit endet der Flug von Australien nach Dubai.